Ja, hallo und herzlich willkommen beim heutigen Video des Survival Magazins. In dem heutigen Video wird es um diesen mysteriösen Gegenstand hier gehen. Und zwar ist es ein Paracord Pouch, oder jedenfalls heißt es so. Das ist ein Gadget, was mit, wie man es hier oben schon sieht, mit mehreren nützlichen Survival Gegenständen daherkommt. Und ja, das ist quasi nicht nur ein Gegenstand, das sind neun nützliche Sachen, die man im Outdoor-Bereich brauchen könnte auf seinen Touren. Und ich werde jeden einzelnen davon vorstellen. Oh, hier sehen wir schon eine Pfeife. Ja, und in diesem Sinne viel Spaß mit dem heutigen Video. Ja, dann kommen wir mal zu dem Paracord Pouch. Das Ganze wird geliefert mit Hilfe dieser oder in dieser Plastikverpackung. Auch wieder mit einer Anleitung, mit einer Beschreibung, die gucken wir uns gleich mal an. Auch mit dieser Gutscheinkarte quasi. Ich hole das mal alles mal raus für euch. Dann können wir uns das mal ganz kurz in Ruhe angucken. Also wir haben eine Anleitung, wie immer, die gucken wir uns gleich an. Eine Dankeskarte von The Friendly Sweet und eine Gutscheinkarte, also wenn wir das jemandem schenken wollen. Können wir das hier ausfüllen, verschließen, mit diesem Band hier befestigen und irgendwo dran machen. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen uns das ja selber hier anschauen. Also, was haben wir alles da drin? Dazu nehme ich die Kamera mal ein kleines Stück zurück. So. Wir haben hier eine Drahtsäge. Sehe ich, glaube ich. Dann könnte das hier Paracord sein, da bin ich mir aber noch nicht sicher. Ja, eine Plastikhülle. Ich weiß nicht, was das genau sein soll. Das gucken wir uns gleich auch mal an. Das könnte hier vielleicht so ein Schlafsack oder eine Unterlage sein, so ein Notfallschlafsack oder das hier, ich weiß nicht, eins von beiden. Eine Pfeife, Karabiner, glaube ich. Ja, Nadeln, keine Ahnung, was es sein soll, gucken wir gleich mal. Jedenfalls, ich nehme mal eine Anleitung. Auch da steht es, glaube ich, auch nochmal übersichtlich. Inhalt Paracord, also hier haben wir Paracord, 4x5 Meter, das ist schon mal ganz gut. Notfallschlafsack, Rettungsdecke, Plastiktasche mit Ziplock. Vielleicht ist das die hier sogar. Könnte sein, dass das sogar die Plastiktasche sein soll. Dann die Drahtsäge, Feuerstahl, Messer. Messer mit drin, okay. Zunder, Pfeil und Karabiner. Ja, da war ich ja gar nicht so schlecht dran. Ja gut, wenn das jetzt hier Teil des Produkts ist, ja dann auf jeden Fall ganz nützlich. So eine verschließbare Plastikpackung kann man... Irgendwas, was trocken bleiben soll mit Lagern, also zum Beispiel ein Zunder. Aber ich senke mal die Kamera ein bisschen für euch, dann schauen wir uns die Produkte mal hier auf dem Tisch zusammen an. Räumen das ein bisschen zur Seite weg und packen das mal zusammen aus und schauen uns mal, was wir da wirklich drin haben. Also hier erstmal die Pfeife, die habe ich ja eben schon benutzt beim Anfang des Videos. Macht einen guten Ton, ein gutes Geräusch, eine gute Lautstärke. Dann haben wir hier den Karabiner, ganz einfach zu verwenden. Einfaches Produkt und kann man hier ganz leicht wieder befestigen und der hält gut. Und dann hier drin ist wirklich prall gefüllt, das ganze Ding. Ich habe hier übrigens noch so ein zweites Ding, das kann ich mal hier einfach mal liegen lassen. Das wurde mir zu viel geliefert, das werde ich aber noch zurückschicken, keine Sorge. Das öffne ich mal einfach hier für euch ganz kurz in dem Video, dann kann ich das hier noch nebenbei liegen lassen. Das ist mit einem Tesafilm hier oben befestigt, was ich ganz sinnvoll finde. Werde ich auch wieder dran machen nachher. So, dann können wir uns hier währenddessen, können wir das einfach hier liegen lassen, dann sehen wir nochmal das ganze Produkt. Und dann hier nochmal der Paracord Pouch. Gut. So, jetzt müssen wir das natürlich erstmal da rausbekommen alles. Das ist nämlich wirklich prall gefüllt. Ich denke mal, hier mit ein bisschen ziehen und drücken kriegen wir das schon irgendwie da raus. Ja, das ist mal wirklich ein Hammer. Hammerdichte. Wollte schon sagen. Ja, gut. Also, hier haben wir den Paracord Pouch. Können wir zum Beispiel eine Trinkflasche reinstecken oder sowas. Vielleicht passt sogar eine Energieflasche einfach da rein. Müsste man jetzt ausprobieren. Habe leider gerade keine hier. Können wir eine Trinkflasche reintun oder sonst irgendwas. Oder halt einfach wieder das ganze Paket, wobei ich nicht glaube, dass wir das nochmal so da reinbekommen. Jedenfalls alles. Wird schon wirklich sehr, sehr schwer. Gut, dann wickeln wir hier mal das Kreppband ab. Zwei Stück. Damit es auch wirklich fest hält. Ja.
Ja. Gut. Dann haben wir jetzt erstmal die Verpackung entfernt und dann schauen wir uns mal hier wirklich an, was wir hier haben. Kommen wir erstmal zu den großen Produkten, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, mit das Größte. Ist ein Emergency Bag. All Weather Emergency Bag. Lightweight Emergency Bag. Also ein leichter Notfallschlafsack, der vor Wind und Regen schützen soll. Ich denke mal, der ein oder andere wird das schon kennen. Das ist eigentlich nur eine Plastikfolie bzw. Plastikhülle, die auch meiner Meinung nach nur einmal benutzt werden soll, weil oder sollte und wirklich auch nur im Notfall, denn ja, ich kann das mal ganz kurz öffnen für euch, denn so ein Plastikschlafsack, das hat natürlich einen Vorteil, der isoliert die Wärme und ja, der isoliert einfach sehr gut die Wärme und schützt wirklich vor Regen und Wind, also das ist wirklich ein Top-Schutz. Problem ist, da der sehr stark isoliert, ist es so, dass die Feuchtigkeit dort nicht austreten kann. So, warte, wie öffne ich das hier? Genau, die Feuchtigkeit kommt da nicht raus. Warte, bin ich zu dumm gerade. Warte, ja genau, jetzt habe ich es. So, genau, also die Feuchtigkeit tritt da nicht aus und dadurch sammelt sich die Feuchtigkeit im Schlafsack und das finde ich dann irgendwann, wenn man es einmal benutzt hat oder vielleicht maximal zweimal, irgendwann auch unhygienisch. Ja, und würde ich so nicht empfehlen. Also hier haben wir das ganze Ding. Ich denke mal, das bietet sich auch sehr für einen Live-Test an. Von daher werde ich das mal noch, glaube ich, mal live testen für euch. Ja, ich werde das mal live testen irgendwann. Also in der nächsten Zeit kommt nochmal ein Video. Da werde ich das Ganze hier nochmal live testen, weil das ist ein Riesenprodukt. Das kann ich jetzt hier nicht auf dem Tisch zeigen. Er ist ein Schlafsack. Da muss man sich so vorstellen, wenn man das aufklappt, das Ganze, kann man sich ja quasi reinlegen. Und ja, man ist vor Windregen und sonstigen Einflüssen der Natur geschützt, sag ich mal. So, dann haben wir als nächstes hier, das müsste die Rettungsdecke sein, ähnliches Produkt, also auch ähnliches Prinzip hier. Ist jetzt nur eine andere Farbe, ist auch eine Decke. Gut, könnte jetzt ja auch ausfalten, ist aber eine Decke, ich denke mal, eine Decke kann sich jeder vorstellen, aus diesem, ja, isolierbaren Material. Ich weiß gar nicht, was das genau ist für Material, aber es soll auf jeden Fall 90% Körperwärme reflektieren, Wasser geprüft, hier steht auch die Größe nochmal drauf, 1,30 Meter mal 2,10 Meter, und ansonsten ist, finde ich, bei dem Ding super, dass das so reflektiert, also wenn ihr mal ja, wirklich Notfall habt und wirklich schnell gefunden werdet im dichten Wald irgendwo, dann reflektiert das hier sehr gut und ich finde, damit werdet ihr, glaube ich, schnell gesehen und in Kombination mit dem Rettungsschlafsack seid ihr auf jeden Fall im wirklich im extremen Notfall wenigstens für 1-2 Tage seid ihr da wirklich sicher geschützt. Also sollte man auf jeden Fall dabei haben, wenn man einen Outdoor-Trip macht und vor allem, wenn man auch allein unterwegs ist. Beziehungsweise ich würde eigentlich immer ein Ding davon mit haben, weil man weiß wirklich nie, was passiert. Ja, gut. Dann haben wir hier einen Karabiner. Das ist jetzt... ja gut, ich kenne mich jetzt mit Karabinern nicht so gut aus, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß jetzt nicht, wofür das hier sein soll, vielleicht damit das besser am Boden hält. Ich weiß wirklich nicht, was ich damit anfangen soll. Da müsste ich mich nochmal schlau machen. Ja, werde ich vielleicht auch nochmal in dem Video, wo ich das nochmal vorstelle, hier nochmal drauf eingehen. Aber es ist ein Karabiner, vielleicht... Ja, man muss ein bisschen auch Fantasie haben, man muss auch ein bisschen MacGyver in sich haben. Um herauszufinden, was man mit dem Zeug hier machen kann. Das ist natürlich jetzt ganz klar, was man damit hier machen kann. Das ist Zunder. Mit Zunder kann man ganz leicht ein Feuer entfachen. Ja, sieht aus wie ein bisschen Haare. Aber ja, es wird wahrscheinlich sehr, sehr schnell angehen. Und ich finde es gut, dass es auch in so einer Plastiktüte geliefert wird, weil es ja fast vor Wasser geschützt ist. Und ja, wenn man mal wirklich Zunder braucht. Die Menge ist jetzt ein bisschen gering, finde ich. Aber gut, was soll man hier erwarten? Wie viel Zunder soll man hier liefern? Aber gut. Für ein Feuer wird es reichen. Dann haben wir hier eine Drahtsäge, was ich wirklich sehr, sehr sinnvoll finde, falls man wirklich mal sägen sollte. An dieser Stelle kann ich euch nochmal die Handkettensäge von Bushstar empfehlen. Falls ihr noch nicht kennt, könnt ihr ja nochmal bei uns das Video gucken oder auch vom Kai Sackmann. Der hat die auch getestet. Die Handkettensäge von Bushstar ist auch relativ kompakt, kann man an einem Gürtel tragen. Und da hat man immer eine echte Säge dabei. Eine echte Handkettensäge. Ansonsten hier im Moment... Zeige ich mal ganz kurz die Drahtsäge noch. Ja.
Okay, ist sehr, sehr, wirkt sehr, sehr robust. Also wirklich sehr feste, gar nicht mal so dünn, wie es aussieht. Aber jetzt habe ich mich selber geschnitten. Ist jetzt kein Notfallprodukt für mich. Also ist jetzt kein Produkt für den Notfall. Weil. Gut, das ist das ganze Ding. Befestigt man hier quasi, oder wie man das Ganze befestigt, steht auch noch da drin, aber befestigt man, man braucht einen biegsamen Stock, beziehungsweise einen biegsamen Ast, der relativ robust, stabil ist. Dann befestigt man das an einem Ende, das an einem anderen Ende, spannt das Ganze und hat hier wirklich eine Drahtsäge, mit der man dann hier alles irgendwie durchsägen könnte. Jetzt würde ich das ganz gerne auch mal testen, kann ich hier auch leider noch nicht. Deswegen wird es da wirklich ein Update-Video zu kommen, zu diesem Produkt hier. Wo ich mal das Ganze draußen teste, das werde ich auch nochmal mitnehmen. Ja, Karabiner werde ich mich auch nochmal informieren, was man hier damit machen soll und werde das auch wahrscheinlich dann in dem Live-Test vielleicht mal testen. Wobei Karabiner, ich weiß es nicht. Könnt ihr mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, falls ihr eine Idee habt, wofür das benutzt werden könnte. Und vielleicht setze ich das dann einfach in dem nächsten Video mal um, eure Ideen. Ich meine, wir sind ja eine Community, das soll hier nicht eine Ein-Mann-Show sein, dieser Kanal. Ja, ach so, hier haben wir die Plastikpackung, also hier haben wir wirklich ein Gefäß oder beziehungsweise eine Plastiktüte einfach. Oder war da, nee, da war der Dings drin, ne? Sorry. Da war der, ich glaube, die Rettungsdecke oder so war da drin, ne? Gut, ansonsten, das war's. So wie es aussieht. Ich sehe hier nichts mehr. Ach so, das ist der andere, das ist noch der volle. Ich überlege gerade, ob ich den verlosen soll. Dabei werde ich mir noch Gedanken zu machen. Vielleicht verlose ich mal so ein Ding. Ich meine, das ist ja auch mal ganz sinnvoll, was an die Community zurückzugeben. Werde ich mal den Hersteller anschreiben, ob das in Ordnung ist, weil ich jetzt zwei bekommen habe. Ob ich den dann mal verlosen kann. Vielleicht sage ich ihm auch, dass ich ein Produktreview gemacht habe. Vielleicht ist das dann in Ordnung. Ansonsten, ja, die Säge werden wir testen. Das werde ich nochmal testen hier für euch, also beziehungsweise einmal live zeigen. Das werde ich nochmal testen. Wie gesagt, das Ganze sehr sinnvoll, finde ich. Ein gutes Notfallprodukt. Hier den Zunder. Und ich glaube, ich habe nichts mehr vergessen. Man könnte natürlich noch diesen Plastikbeutel hier benutzen, um irgendwas, was verschlossen werden muss, halt zu lagern. Ich könnte mir auch vorstellen, einfach die Sachen da, die jetzt vielleicht trocken bleiben sollen, einfach mal da drinnen zu lagern. Also quasi einfach wieder mal hier zu verstauen und das Ganze dann in den Rucksack zu tun. Wobei man auch natürlich das Ding hier hat. Wo ich mir auch vorstellen kann, dass man das hier vielleicht wirklich für die Getränkflasche, die man einfach dann da reintut, verwenden kann. Ja. Oder um irgendwas zu transportieren. Ich meine, es ist ein guter Beutel. Hier kann man auf jeden Fall was mit transportieren. Kann man wirklich gut verschließen. Zack. Und dann kann man hier irgendwas, also kleine Gegenstände oder sowas, was man ja, gebrauchen kann. Wie zum Beispiel, was fällt mir jetzt ein? Ja, spontan. Also wie gesagt, eine Trinkflasche könnte man da reintun. Ja, so ein kleines Messer vielleicht. Oder also so Krimskram, so kleine Gegenstände, die man auf jeden Fall braucht auf der Tour. Oder auch vielleicht auch was zu essen, einfach so ein kleinen Snack oder sowas. So ein paar Notfallriegel. Oder ja, alles Mögliche kann man eigentlich hier verstauen. Da wird wahrscheinlich ja jedem was Eigenes einfallen. Aber ist ganz sinnvoll auch, kann man auch hier wahrscheinlich leicht an die Hosentasche bzw. an den Gürtel befestigen hier mit dieser Schlaufe. Also auch ein gutes Produkt. Ja, und sonst, wir haben jetzt alles eigentlich angeguckt. Würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Video. Wie gesagt, das werde ich schon mal testen, nicht vergessen. Da werde ich mal auch wirklich mal jetzt unter diesen Winterbedingungen, ich werde da mal rausgehen, wenn Schnee ist vielleicht und so, und dann würde ich mich mal da reinlegen und schauen, ob mir wirklich noch kalt ist. Beziehungsweise, wenn ich mich da in den Rettungsschlafsack lege, ob mir dann wirklich noch kalt ist. Die Decke werde ich dann auch wirklich unter den extremen Bedingungen jetzt im Winter testen, damit ich mal sehe, ob das wirklich auch warm hält oder das jetzt ja, nur leere Versprechungen sind. Wobei ich mir das schon vorstellen kann, dass so eine Rettungsdecke auf jeden Fall warm hält. Aber das werden wir dann live sehen im nächsten Video. Bis dahin würde ich sagen, ja, was würde ich sagen? Bis dahin viel Spaß auf euren Touren und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.